Yeah, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Iu! Ja, ich habe noch einen Singstein gefunden und warum ich hier bin, sag ich gleich. Vom tödlichen Tanz des Wegekuckucks bis zum Chaos des Wolfsrudels. Die Feen stellten diese Wettbewerbe als Kunst zur Schau. Engard, die Verkörperung des Wettstreits, ging als Sieger hervor. Sein Schlag war wie das Bein der Gottesanbeterin. Ein Blitz in der Stille. Niederlagen begegnete er wie der Schwanz des Salamanders. Verloren, nur um erneut zu wachsen. Wunden fügt er hinzu wie der Zahn der Schlange. Gift, um den mächtigsten Gegner zu schwächen. Sein unheilvoller Blick war die Flosse des Haies über der Wasseroberfläche. Das Versprechen eines blutigen Endes. Ja, da finden wir tatsächlich also auch noch Steine. Und hier haben wir auch noch jemanden, der Hilfe braucht. Den sprechen wir auch gleich mal an. Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Ihr fragt euch sicher, was ein derart wohlhabender Prätorianer hier mitten in Staub und Gestrüpp zu suchen hat. Ich beseitige den Makel von meinem Namen und löse das Jotun-Problem. Na denn, was ist das für ein Jotun-Problem? Der alte Ragnar ist gestorben und sein Nachfolger heizt die Glut des Krieges an. Aber er ist zu klug, um die Kriegsgeweihten offen zu provozieren. Also greift er stattdessen Gnome an. Dabei wird es nicht bleiben. Ich habe einen Plan zur Lösung des Problems, aber ich brauche dafür jemanden mit Feingefühl und Mut. Ich hab das. Was ist ein Ragnar? Ein Priester, Apotheker und spiritueller Berater der Jotun. Der alte Ragnar herrschte über sämtliche Jotun auf diesen Anhöhen und in den Bergen dahinter. Wenn dieser Emporkömmling sie alle zu einem Krieg aufstachelt, könnte das für alle schlimme Folgen haben. Frag doch die Kriegsgeweihten hier. Die Kriegsgeweihten sind Teil meines Plans, aber noch nicht jetzt. Den Ragnar dazu zu bringen, sein Gesicht zu zeigen, erfordert ein Fingerspitzengefühl, das unserem örtlichen Kastellan abgeht. Wehe, dieser Quest dauert so lange, dass es nicht in einem Part zu schaffen ist. Die Beschreibung trifft auf mich zu. Ja, in der Tat. Erst brauchen wir neue und bessere Feinde für die Jotun. Geht in die Tränensplintmine südöstlich von hier und stehlt den dort lebenden Kobolden ihr Clan-Totem. Kommt dann zu mir zurück. Okay, wo ist die Tränensplint nochmal? Die Tränensplintmine liegt in den südöstlichen Hügeln von Menetyre. Ich weiß nicht, wo in der Mine das Clan-Totem aufbewahrt wird, aber es ist dort. Schon wieder was, wo wir noch nicht waren? Ist ja unglaublich. Eigentlich wollte ich erzählen... wir waren doch zuletzt in der Kriegsgeweihtenfest und da war doch diese Tafel mit den Aufträgen und ich dachte, die nehme ich mal an und guck mal, was ist denn da überhaupt so bei? Und da ist bei Spinnenstacheln sammeln, da habe ich einen Satz chirurgische Messer bekommen, die sollte ich wegbringen und sollte dafür irgendwie den Stab mitnehmen und den habe ich jetzt auch mitgenommen und hier die Belohnung einfordern. Eldrig Orhelm hat Weißfels vor 12 Tagen verlassen, um in Alsarund nach Bodine Borgut zu suchen. Er sollte nach seiner Ankunft Nachricht senden, was er aber nie getan hat. Da ich den Wanderstab bereits habe, kann ich die Belohnung sofort einfordern. Aber da wir jetzt hier in der Nähe sind, würde ich sagen, wie man Feinde macht. Eben genau das, was wir gerade gehört haben, weil jetzt sind wir eh schon hier in der Nähe. Und ich habe mir fast gedacht, dass wir da noch nicht waren. Na toll. Also, wehe, das dauert jetzt voll lange. Das sollte nämlich eigentlich der letzte Part werden von Kingdoms of Amalur. Und wenn das sich jetzt hier doch noch länger zieht und ich das nicht beenden kann, tut's mir leid, wenn es doch noch einen weiteren Part gibt. Aber dafür kann ich nichts. Geplant ist es so nicht gewesen. Kann man hier hoch? Nö. Ach Gottchen, jetzt muss ich hier auch noch rumrennen und wieder neue Orte entdecken. Ich will nicht mehr. Genug jetzt. Genug Amalur. Wir haben genug Amalur entdeckt. Aber wir dürfen natürlich auch nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Das geht natürlich auch nicht. Auftrag angenommen. Auftrag muss ausgeführt werden. Und wieso? Ich will doch gar nicht hier hoch. Mann. Ich komme hier ganz durcheinander. Kommt jetzt hier keinen schnelleren Weg? Bin ich falsch gelaufen. Ich will nicht den Hügel hoch. Da, wo unser Kollege, der jetzt da Schmied geworden ist, der war da oben immer. Da will ich ja gar nicht hin.
Ja, hier wollen wir hin. Aber das ist doch der Weg zu dem. Oder nicht? Ach, echt? Ach, wir sind dann immer rechts hoch, aber wir sind nie geradeaus gegangen. Ja, warum auch, ne? Dann gibt es jetzt einen Grund, hier hinzugehen. Ja, meine Pfeile können tödlich sein. Tränensplint. Mine. Gamaschen, Eis und Paladin, irgendwas nehmen wir mal einfach mit. Und dann gehen wir jetzt hier rein in die Minen. Von Moria oder von Tränensplint. Jawohl. Was auch immer der Typ hat, wir laufen mal lieber schneller durch. Das kann sich ja hier auch noch hinziehen und das möchte ich nicht. Jo. Wir laufen, 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 laufen. Wir beeilen uns mal. Gott, schon wieder 6 Minuten um. Das geht so schnell, die Zeit. Ja, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, dann auch die Kisten. Das mache ich. Ach, wenn nicht jetzt, dann... Wann dann? Wann dann? Hallo, sehr leicht stand da. Die dürfen jetzt gar nicht so schnell brechen. Ja, nee, ist klar. Es ist so bescheuert, dass schwere Kisten manchmal nur mit einem Ding gehen. Ja, und dann sowas hier, ne? Beeilung, Beeilung. Guck mal, die merken gar nichts, aber die hier bestimmt. Oh. So, und der nächste. Wunderbar. Nebenbei erfülle ich hier auch noch einen nächsten Quest, indem ich hier die Kobolde töte. Das ist doch schön, dann füllen sich wieder meine komischen Fiolen. Gabriels Schild. Oh, das klingt ja gut. Da will ich mal wissen, was wir eingesammelt haben. Wo ist es denn jetzt? Hä? Waffen. Ach, das war ja ein Schild, stimmt. Ja, okay. Das war ja gar kein Bogen. Gabriels Schild, da 100... Oh, das wäre sogar besser mal als das, was wir jetzt vorhatten. Schade, dass ich das nicht nehmen kann, weil mir die Macht mal wieder fehlt. Ein uraltes Erati-Artefakt, von dem Historiker vermuten, dass es einst jemanden namens Gabriel gehörte, der vor unzähligen Jahrhunderten lebte. Ich möchte gerne dieses Schild benutzen. Scheiße. Na gut. Aber wir haben, was wir wollten, nämlich das hier. Zu ordinieren, ja, wie man Feinde macht. So. Dann wollen wir mal. Ich lauf mal wieder raus. Ich will nur mal wissen, was hier so ist. Ob wir hier noch nicht lang gelaufen sind? Na super. Doofen Ratten. Biester, Biester, Biester. Kleine, eklige Biester. Mann, ist die Höhle hier schon wieder groß. Dass man eigentlich den Hauptpfad auch folgen könnte. Aber stattdessen mache ich hier voll den Umweg, nur um zu wissen wieder, was hier so ist. Ich mache mal die schnelle Tour. Genau. Hier ist noch eine Truhe. Schnell, schnell, schnell. Ja, super. Klappt prima. Ja, dann nicht. Keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Wer hat schon Zeit?
geht wieder zurück. Habe ich mir fast gedacht, dass ich den Weg wieder zurücklaufen kann, aber okay. So. So. Darf ich da hinten wieder rum? Ja, oh Gott. Nur noch 10 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich das in diesem Part schaffe. Ich sehe das schon kommen. Voll doof. Aber okay. Ich hätte mal im letzten Part nicht sagen sollen, dass wir jetzt den letzten Part haben. Aber ich kann das ja selber auch immer nicht einschätzen. Wenn die Sachen immer in der Nähe wären und ich nicht immer dadurch ganze Höhlen laufen müsste, würde das ja auch schneller gehen. So. Wunderbar. Da wir das ja jetzt hier gemacht haben, kann ich auch schnell dahin reisen. Dann müssen wir nicht laufen. Tempo wieder ein bisschen anziehen. Und da hinten ist er dann. Mal gucken, was er sagt. Und dann holen wir uns die Belohnung auch bei dem anderen noch ab. Dafür, dass ich den Stab da geholt hatte. Da, ihr habt das Totem. Gut, wir haben für Feindschaft gesorgt. Nun müssen wir die Gegenseite ebenso aufstacheln. Das noch. Tötet die drei Jotun-Häuptlinge, die als Ragnars Auserwählte bekannt sind. Ihr Tod wird den Ragnar mehr erzürnen als alles andere. Platziert danach in der Brust jedes Auserwählten einen dieser Kobold-Dolche. Das müsste ausreichen. Na gut, wo finde ich den Auserwählten? Sie halten sich bei den Jotun auf den Anhöhen auf und verbreiten das Wort ihres Ragnars. Vergesst nicht, in die Brust der Leiche eines jeden von ihnen einen Kobold-Dolch zu stecken. Das ist entscheidend. Okay. Seht, es beginnt. Okay, dann wollen wir mal das auch noch machen. Wo muss ich dafür hin? Kann ich da nicht schnell hinreisen? Nein, es reicht, wenn ich laufe. Oh. Ja, ja. Könnt's einfach nicht lassen. Dann nehme ich mal hier den weit entferntesten Punkt. Da müssen wir anscheinend eh hin. Oh Gott, ich weiß noch, wie wir hier ganz am Anfang diese Blumen... Da waren doch so eine Blumen oder so. Wie mache ich das jetzt eigentlich? Sind die hier auf dem Berg da oben oder wo sind die? Huch, was fliegt da denn lang? Oh. Und die auch noch. Ja, das wollte ich ja auch noch sagen. Spinnenstacheln, sehr schön. Ja, für den nächsten Quest, das ist ja gut. Aber 1 von 8 ist ja nicht viel. Ich habe doch jetzt 4 oder so gesammelt. Hä? Hm. 4 von 8, sag ich doch. Schädel und Knochen. Schön. Ah, da kommen ja noch die nächsten Stacheln. So, dann gebt mir mal eure Dinger. Wunderbar. Hahaha. Ja, das finde ich gut. Dann habe ich das auch gleich erledigt. Das ist nämlich der weitere Quest von der Auftragstafel der Kriegsgeweihtenfeste. 6 von 8, nur noch 2 Spinnis und dann hat man das auch. Was mit dir? Wie komme ich denn jetzt da an euch ran? Ich laufe hier irgendwie so dusselig im Kreis und weiß irgendwie nicht, was ich jetzt hier machen soll. Pff. Check's gerade irgendwie nicht. Dolche deponiert. Ja, wo sind denn diese Jotun-Häuptlinge? Die sind irgendwo da oben oder was? Tja. Und wo laufe ich hier lang? Falsch immer, ne? Irgendwie voll im Kreis. Das ist total doofi. Ich weiß nicht, wo ich jetzt langlaufen soll, wenn ich ehrlich bin.
Aber ich bin froh, dass ich da mein Spinnenzeug geholt habe. Und nein, es wird nicht der letzte Part. Ich sehe das schon. Das kann ich vergessen. Wenn ich jetzt hier hochlaufe und eine Runde drehe, dann komme ich bestimmt zumindest bei einem gelben Punkt doch an, oder? Weil ich glaube, das ist oben und nicht unten, wo ich war. Da, ich höre sie doch schon. Hier, da sind sie doch. Jawoll. So. Aber das sind nicht die Häuptlinge, die wir erledigen sollen. Und die haben wir damals schon erledigt. Aber da es jetzt um den Quest geht, dürfen wir es nochmal wahrscheinlich machen. Da ist ein Häuptling. Hallo, sind alles Häuptlinge. Ja. Noch einer und noch einer. Guck mal hier. Auserwählter, der ist das bestimmt. Jawoll. So. Jetzt habe ich so einen Dolch deponiert. Der ist jetzt da drin. Steckt da jetzt drinne? Weißt du Bescheid. Und natürlich waren wir hier auch schon. Deswegen sind die Truhen auch schon offen. Kann ich jetzt hier... Warte mal, ich muss mal zu dem anderen rüber. Ich komme da aber nicht rüber. Wo ist denn der andere, wo ich hin soll? Gibt es hier irgendwie eine Brücke oder so? Ah, hier, da, da. Aber... Meine Pfeile machen irgendwie mehr Schaden. So. Durch Nummer 2. Müsste eigentlich so sein. Oh, hier ist noch eine Truhe, die zu ist. Und eine schwere sogar. Finden wir ja mal was. Nein, natürlich nicht. Und irgendwie will ich die ganze Zeit Sachen aufnehmen und kann es nicht. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, sonst würde ich jeden Krempel wahrscheinlich ständig mit mir rumschleppen. 2 von 3 deponiert. So, wo ist jetzt der dritte? Mann, ist das ein Gelaufe hier. Oh Gott, dramatische Musik. Komm mal her, du. So, das war Nummer 3. Dann können wir ja jetzt wohl zurück, oder? Ja. Können wir. Okay. Leider kann ich nicht per Schnellreise, weil geht ja nicht. Ach komm, es muss doch einen schnelleren Weg geben. Komm, wenn wir hier, wir gehen mal hier zu dem hier und dann, glaube ich, sind wir hier schneller. Ein paar Spinnen wären nicht schlecht, dann hätte ich das auch. So ein bisschen Spinnengift noch einsammeln. Spinnis! Wo seid ihr? Spinni, Spinni, Spinni. Trauen sich die Spinnen nicht mehr zu mir. Und ich muss unten bleiben. Da stimmt was nicht. Ich laufe schon wieder falsch. Oder? Nee, warte mal. Hä? Weil ich jetzt hier oben bin, bin ich jetzt verwirrt. Die waren doch unten, die Leute, der Typ. Oder bin ich doch richtig? Bin ich doch richtig? Okay. Gut. Na denn. Seid ihr jetzt hier? Hier. Hui. Und
noch einen runter. Da unten sind sie. Da! Hey! Und wie ihr seht, fügt sich alles wunderbar ineinander. Die Kobolde werden kommen und sich ihr Totem holen. Und dieser neue Ragnar wird eine Gelegenheit sehen, die er nicht ignorieren kann. Und eine Schlacht, bei der er einen Sieg für möglich hält. Natürlich wird weder er noch sonst jemand überleben. Keiner wird überleben? Nun, vielleicht sieht es kurzfristig so aus, als gäbe es einen Sieger. Aber am Ende werde ich der einzige Gewinner sein. Wartet's nur ab. Kann er noch mal was über sich erzählen? Wir kennen ihn gar nicht. Übersehen. Ignoriert. Sobald ich dieses Jotun-Problem gelöst habe, werden meine Prätorianer-Freunde ein anderes Lied anstimmen. Na denn. Trefft mich auf der Anhöhe über den zwei Palmen. Geht los. Auf in die Schlacht. Geil. Erdmalmer. Oh, was kriegen wir denn jetzt hier für tolle Sachen? Und die stehen hier alle und... Hier, komm mal, red mal mit mir. Genau. Wo bist du denn? Da. Alle haben verloren. Nur wir haben dank meines Genies gesiegt. Und dank eurer harten Arbeit. Ihr habt eure Belohnung verdient. Nehmt dies. Was mich angeht, ich habe mir eine Reise nach Ardessa verdient und... Mit Sicherheit den Rang eines Centurio. Coole Sache, hat Spaß gemacht. Wenn die Nebenquests alle so enden würden immer, dann würde ich sowas gerne machen. Ein Singstein! Da hinten ist noch ein Singstein. Ich sehe ihn glänzen. Haben wir hier ein Reparaturkit eigentlich noch bei uns, was wir verbrauchen können oder nicht? Nö. Nö. Haben wir bei den Rüstungen noch was, was ich hier verscherbeln kann? 159 zum Beispiel, das kann weg. Und die können auch weg. Habe ich schon mal zwei Sachen, die weg können. So, und jetzt will ich das doch mal haben. Nicht den Stab, sondern das da. Sind denn das für feine Stiefelchen, die ich da gesammelt habe? Brillante Gamaschen. So, lila ist immer schön. Lila ist immer interessant. 48, macht 24. Benannt nach einem Jotun-Helden, der im Kampf angeblich närrische Luftsprünge vollführte und den Fels unter sich in Geröll verwandelte. Na denn. Aber, lila Geschichten, wie gesagt, immer gern gesehen. So, und jetzt laufe ich nochmal da hinten hin. Das gibt's ja nicht. Da bin ich wohl auch noch nicht so oft lang gelaufen. Da gibt's ja auch noch Spinnen. Die nehmen wir noch mit hier. An jenem Tag erwachte der Baumeister und fand seine Gabe vertrocknet. Den Quell seiner Macht tot wie Staub. Bald hörte er das erste Flüstern, die erste Erwähnung Sterblicher. Wir haben das ganze Set an Singsteinen geschafft, stand da gerade von Minitüre. Das ist auch immer schön. Nur haben wir das alles immer leider völlig durcheinander gehört. Das kann man natürlich anhand dessen, dass man die Wege einfach immer lang geht, ist mir aufgefallen. Wenn man die Wege einfach ganz normal verfolgen würde, dann glaube ich, kriegt man die Sets auch von der Geschichte her nacheinander besser zu Ende. Also dann muss man einfach immer nur den Wegen folgen und kriegt man auch die Geschichte besser erklärt. Aber okay, mein Gott, wir haben gegen so viel gekämpft, wir wissen auch somit, was wir es teilweise zu tun hatten, auch ohne Geschichtsstunde. Aber war trotzdem toll. Wir sehen uns... In einem weiteren Part von Kingdoms of Amalur. Tut mir leid nochmal, ist es doch nicht der letzte Part. Wie ihr seht, hat es doch noch länger gedauert. Aber dafür haben wir jetzt... Ja, ich werde noch zwei Spinnen suchen, dann haben wir das geschafft. Den Stab habe ich, da brauche ich mir nur noch die Belohnung abholen. Und das war's dann. Also, wie gesagt, das sind nur noch die Quests, die mir über den Weg laufen, die ich annehme. Wenn nichts mehr kommt, dann war's das. Also, bis zum nächsten Mal. Immer noch. Bis dann. Tschüss.